So. Und dann hätte ich gerne auch hier eine Kiste und da eine Kiste. Und die bekommen dann hier eine Kiste und da eine Kiste. Und die bekommen dann jeweils die Roboter angefordert. Und zwar die da. Shift rechts, Shift links. Jetzt müsste alles funktionieren, richtig? Achso, hör auf, für dich die anzufordern und warte. Dingens ist leer. Dingens füllt sich. Düm, 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 düm. Okay, schmeiß alles da rein. Schmeiß alles da rein und mach die Basis tot. Gut. Und ich hätte gerne mehr Licht dabei. Während ich hinten stehe und böse lache. Piu, 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 piu. Ja, glaub, komm. Greif beide Basen gleichzeitig an. Ist völlig okay, Killerzug des Todes. Das darfst du. Oh, Problem mit dem Killerzug. Wenn ich ihn wirklich durchgehend fahren lasse, also hin und her, könnte es sein, dass die Roboter es nicht schnell geschaffen, zu einer Basis hinzukommen. Das heißt, meinetwegen, der Zug fährt jetzt hier lang. Während er hier ist und noch in diese Richtung fährt, entdeckt er hier eine Basis, schickt die Roboter los. Der Zug fährt aber weiter. Und die Roboter merken dann, oh, oh, der Zug ist weg und fliegen dann wieder zurück. Und so wird er nie irgendeine Basis vernichtet. Das wäre nicht so schön. Totales Erschießungskommando hier. Ja, viel Spaß, Jungs. Ich denke, wir werden das dann anders lösen müssen. Also wir können den Zug nicht fahren lassen hin und her, sondern wir werden ihm sagen müssen, halte in Westen. Und dann warten wir eine Folge, bis hier alles in dem Radius vernichtet wurde. Und dann lassen wir sie nach Osten fahren. Dann tötet er im Osten alles. Dann machen wir hier noch eine Mittelstation. Tötet er da alles. Und dann bauen wir hier Schienen, hier Schienen, hier Schienen. Und dann ne, gibt es ein Außen-West, Außen-Mitte, Außen-Osten. Und dann könnte man das so machen. Das heißt, ich bräuchte noch zwei Haltestationen. Pop, pop. Und zwar... Das ist jetzt... Mit den Zügen habe ich immer noch nicht hundertprozentig drauf. Also wenn ich jetzt hier eine Station mache, dann kann man die Station nur anfahren, wenn man von links kommt. Wir müssen doch einen Kreisverkehr machen. Du bist jetzt Haupt Mitte von West. Aha. Alles klar. Und du bist Haupt Mitte von Ost. Und je nachdem, von wo wir das Ding jetzt da hinschicken, muss es dann andere Station anfahren, obwohl es dieselbe Station eigentlich ist, was jetzt ein bisschen doof ist, aber so sollte es funktionieren. Okay, das hätten wir geknackt. Nitinol-Produktion wäre eine der nächsten Schritte. Die Sache hier aufstufen auch. Ruckel, ruckel, gut. Und dann Yoki. Nitinol war abgefahrenes Zeug. Das war das High-End-Zeug. Haben wir das überhaupt schon? Da, Nitinolplatte. Braucht einfach nur Nickel und Titan. In so einem besonderen... Oh oh. Mo Combat. Ja, das sind die Rausschmeißroboter. Was? Ich habe nicht gespeichert. Autosave. Da. Das ist jetzt nicht schön. Ja, das heißt, Station West ist nicht gebaut, Mitte ist nicht gebaut und so weiter. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zu viele Roboter draußen sind und er dann irgendwo sich im Skript verschluckt hat. Was sehr schade ist, das heißt, das Ding ist nicht stabil. Ich kann jetzt den Zug nicht einfach hin und her fahren lassen und Basen zerstören und nebenbei irgendwas anderes Interessantes bauen. Ich muss da quasi mal beistehen und darauf aufpassen, dass es nicht zu viele oder zu wenig oder was weiß ich Roboter sind. Schade, schade. Hm. Das heißt, das Projekt ist gestorben. Meh. Meh. Na gut. Also falls einer von euch eine Idee hat, wie wir das umgehen könnten. Ich kann es einfach nochmal aufbauen und gucken, ob das überhaupt mehrfach auftritt, der Fehler.
Aber wenn ein Fehler einmal auftritt, dann kann er nochmal auftreten und das ist dann doof. Aber ja, wäre es wert. Weil es ist ein schickes Konzept. Ist total überpowered und so weiter, aber es wäre ganz nett, um die Gegend hier zu säubern. Damit wir uns so ein bisschen unterhalten können, während wir noch mehr Technik entwickeln, die dann noch abgefahrener ist. Apropos Technik entwickelt, die noch abgefahrener ist. Bau. Raketen. So. Jetzt wollte ich gerne Nitinol automatisieren. Wenn wir das nicht schon haben, bau bitte Radarschüsseln. Wenn wir das nicht schon haben, weil ich baue gerne mal Sachen und vergesse es dann wieder. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz, ob hier irgendwo diese Sonderschmelzdinger sind, die Nitinol herstellen. Nein. Weil hier waren die Multipurpose-Furnace. Davon bräuchte ich übrigens noch einen. Bitte gib mir... Electric Multipurpose-Furnace da. Und du bräuchtest Copper-Tungsten-Platten. Die werden wir wahrscheinlich auch gleich automatisieren müssen. Advanced Rocketry. Supreme Warfare. Pew, pew. Okay. Stimmt, Artillery. Damit könnten wir die Umgebung auch frei halten. Genau, Reichweite 200. Können wir das auf den Zug rauf machen? So wie im Zweiten Weltkrieg? Also ich muss irgendwie gerade denken, ich weiß gar nicht, in welchem Film das ist. War das, glaube ich, ein Indiana Jones Film? Da gab es auch einen Zug, der eine Artillerie drauf hatte. Und dann haben sie den Zug halt immer hin und her bewegt. Ja, das klingt interessant. Bau das da. Go. Du brauchst die Multipurpose-Dinger. Sehr schön. Wobei wir eigentlich nicht mehr Multipurpose bräuchten. Wir bräuchten nur die Metal-Mixing-Furnace-Geschichte hier. Aber so kann ich den später auch für andere Sachen benutzen. Das ist okay. Ihr habt Gottmodule drin, aber es sind die falschen. Das ist der falsche Gott. Die sind alle noch falsch, ne? Da brauche ich aber auch nicht wirklich so häufig. Dich brauche ich häufig. Naja, relativ. So. Nickel ist genug da. Mehr Pio Pio. Da. Goodie. Noch ein Mod, den wir noch vollkommen ignoriert haben bisher. Ist doch ein extra Mod, oder? Supreme Warfare, ja. Den habe ich noch nicht angeguckt gehabt. Kommt denn mit auf die Stuhlliste? Von unseren Plänen, die wir alle 5 Folgen aushacken, um die gesamte Bevölkerung auf diesem Planeten zu vernichten. Was jedes Mal irgendwie zwar klappt, aber nicht ganz so, wie wir uns das gedacht hatten. Da. Also, wir hätten gerne Copper-Tungsten. Und wir hätten gerne Dinol. Das da hätten wir gerne. Ach, wir brauchen Powder-Tungsten. Das stellen wir... Was? Oh Gott. Das ist halt wieder so ein riesen Rattenschwanz. Also wir brauchen, um Copper-Tungsten herzustellen, Powder-Tungsten. Um Powder-Tungsten herzustellen, brauchen wir Tungstenoxid und Wasserstoff. Und um Tungstenoxid herzustellen, brauchen wir das Molekül da unten rechts, wenn ich das richtig sehe. Was? 2 Wasserstoff, 1 Sauerstoff und 4 irgendwas anderes sind. Du, go. Ja, ja. Mach mal hier so, so. Falsch rum, glaube ich. Du, du und mach davon Blueprint. Ich glaube, davon brauchen wir noch ein paar mehr. Auch wenn wir die Furnace nicht automatisiert haben, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen bau die bitte mal von Hand. So. Ja, also das hat einen Rattenschwanz, den gucken wir uns gleich an. Was ist mit der anderen gesagt, mit der Nitinol-Geschichte? Die war einfach nur Nickel und Titan. Da sollte nicht viel schief gehen. Das heißt, du forderst einfach nur Nickel und Titan an und dann baust du das und dann ist es fertig. Hier ist Nickel. Da ist Titan. Raus kommt Nickel-Titan. Und zwar 3-mal so viel, wie man reingetan hat, dank der Gottmodule. Naja, nicht ganz. 1,5. 2,5 mal so viel, wie man reingetan hat? Ja. Beschränk dich bitte auf 4. So, damit wäre die Angst genommen vor dem Hightech-Material, was noch so schwer herzustellen ist. Das hier wird jetzt eher nervig als schwierig. Aber wir können schon mal die Sache hinstellen, die das Ding braucht.
Also du brauchst jetzt Kupfer und... Mach Sternchen. Du brauchst jetzt Kupfer und Powder Tungsten. Das kannst du ja beide schon mal anfordern, auch wenn wir es noch nicht da haben. Powder Tungsten und Kupfer. Dich beschränken wir auf 4 Stacks. Du kriegst Goldmodule. Alles ist gut. Jetzt schauen wir uns hier an, ob wir das nicht irgendwie anders noch herstellen können. Da ist Tungstenoxid. Aus Tungstic Acid. Wo kriege ich Tungstic Acid her? Da. Tungstic Acid bekommen wir aus Tungsten Ore und Hydrogenchlorid. Also Wasserstoffchlorid. Und kriegen wir Wasserstoffchlorid her? Wer Chlor mit Wasserstoff mischen? Ja, sehr schön. Okay. Hier. Hier haben wir sogar schon Wasserstoffchlorid. Das heißt, wir zwacken uns das hier ab. So, so. Und was ist das? Range 2000. Damage 3400. Das ist ein bisschen unbalanced, oder? Targeting Capsule. Ach so, das heißt, man baut ein Gebäude? Big Bang. 12 Portable Fusion. Oh Gott. Okay, also man baut, glaube ich, ein Gebäude. So reime ich mir das gerade im Kopf zusammen. Man baut ein Gebäude. Man baut die Munition, man baut diese Kapsel, man wirft die Kapsel irgendwo hin und dann schießt die Artillerie. Und dann sollte man wahrscheinlich recht schnell weglaufen. Und dann macht's bumm für 3500 Schaden. Gut, das will ich haben. Und jetzt brauche ich Chemiefabriken, um... das haben wir schon. Um Tungsten Acid herzustellen. Das da. Ja, in einer Chemical Plant. Bitte fordere an. Ich glaube, wir haben mir schon Chemical Plants. Sogar MK2 ist irgendwo rumliegen. Fordere mal 2 an. Kommt da was zu mir geflogen? Na gut, dann bau die sonst. Sollte ja auch nicht allzu lange dauern. Da. So, damit könnten wir den Big Bang bauen. Das ist schon mal ein netter Pun ist. Was wollte ich jetzt noch? Die besten Fabriken können wir jetzt schon bauen. Oh, mal Stack Size. So, du bist ein Electrolyzer, du bist keine Chemical Plant. Wo ist meine Chemical Plant? Scroll, scroll. Ist irgendwo was orange? Ist noch nicht fertig. Pa! Oh, und wir wollten Logistik-Slots. Ha! Oh, da geht noch richtig was. Okay, Bau, Logistik-Slots, go. So, da ist ein MK1. Du stellst bitte her Sulfuric and Nitritic Acid Mixture. Nitrat-Schwefellösung. Go. Nein, du sollst das da machen. Gib mir Tungsten. Tungstenerz. Tungstenerz ist hier. Haben wir hoffentlich vorrätig. So. Goldmodule. Jetzt. Oh, es hat auch noch ein Nebenprodukt. Ihr könnt mir doch alle mal. Go. So, du nimmst raus, tust es hier rein in eine lila Kiste, damit es keine Verstopfung gibt. Und wo wurde jetzt das gelbe Zeug gemacht? Nicht hier, das wurde im Electrolyzer dann gemacht, ha? Nein. Dann in einem Multipurpose-Purpose? Ja, in einem Multipurpose-Purpose. Go. Du. Da. Dinge. Okay. Du tu das in dieselbe Kiste. Wobei, nein, das können wir beschränken. Du tu das in eine rote Kiste. Mach davon 4 Stacks und dann ist gut. So. Wir haben jetzt Tungstenoxid. Ist aber immer noch nicht das, was wir brauchen. Wir müssen das jetzt noch oxidieren.
Wo oxidieren wir das? In einem Multipurpose-Purpose. Also hier. Multipurpose-Purpose. Du oxidier mal das da. Dafür brauchst du Wasserstoff. Ach so. Ja. Okay. Wie kriege ich hier jetzt Wasserstoff her? Nimm dich mal weg. Bau dich hier hin. Hier müsste Wasserstoff sein. Richtig, da ist Wasserstoff. Du. Da. Oxidier. Du forderst das von da oben jetzt an. Das Tungstenoxid. Tust es dann hier rein. Dann kriegst du ein Rohr von da. Ist ein bisschen Patchwork, ne? Ja. So. Und Gottmodule. Das Ganze kommt in eine rote Kiste. Und die wird beschränkt. Gott. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles für Koppertungsten, richtig? Ja, erste Koppertungsten kommt schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wie viel Logik... Boah, ja, sehr schön. Okay, ich mache einmal einen Kaltstart hier. Was meine Arbeit gleich verdoppeln wird, aber ist dann wahrscheinlich trotzdem übersichtlicher. Wobei ich das erst nächste Folge mache. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Aufnahme noch läuft. Von dem Crash vorhin könnte das ein Problem gewesen sein. Das wäre schade, wenn das Material jetzt weg ist. Also sehen wir uns gleich wieder und dann räume ich das hier auf, dass wir wirklich mal einen Zustand haben, wo hoffentlich fast immer alles da ist, auch wenn das schwierig ist. Und dann kümmern wir uns weiter um den Hightech-Kram, um Yuoki und eventuell den Killerzug des Todes. Wenn der nochmal einen Crash verursacht, dann kümmern wir uns um die Artillerie und bauen den Big Bang. Was ja auch ganz interessant klingt. Also bis gleich.